Hallo liebe Freunde, heute liegt ein Yumi-Stapel vor mir. Da soll das Yumi Emax Mini zum Schluss rauskommen. Da sind ein paar kleine andere Schächtelchen noch dazu geliefert. Da seht ihr, sind Pamba drin, ein durchsichtiger Silikonpamba. Vermutlich ein eingefärbter schwarzer Silikonpamba. Ein Flip Case in Schwarz und ein Flip Case in Weiß. Das schauen wir uns später an. Jetzt interessiert mich erstmal dieser Inhalt. Yumi liefert das in der typischen Yumi-Schachtel mit silbernen Schriftzug, silbern schraffiert, eingefärbt. Auf der Rückseite finden wir sehr detaillierte Beschriftungen. Das sind also Angaben zum Inhalt selbst, also zum Handy selbst. Interessant ist dieser Aufkleber. Warum ist der interessant? Hier seht ihr, ist neben diesem CE-Zeichen oder hinter diesem CE-Zeichen auch eine Nummer. Das heißt also, da wird die Zertifizierung referenziert. Das ist erstmal schon sehr gut und sehr vorbildlich. Warum? Wir haben dann weniger Probleme beim Eigenimport. Nun schauen wir mal, was wir in dieser Schachtel noch finden. Typisch Yumi, ne? Schönes schwarzes, stabiles Pappgehäuse mit dieser eingeprägten Schrift, das mit diesem eingeprägten Yumi-Zeichen. Klappen wir es einfach auf. Keine Überraschung, das Handy ist tatsächlich drin. Neben diesem Handy Zubehör, zum Zubehör gehört also dieses USB-Ladekabel, diesmal in einer flachen Form. Ne? Seht ihr, das ist also ein Flachbandkabel, also optisch gefällig. Technisch hat es eigentlich überhaupt keinen Sinn. Was kommt hier noch zum Vorschein? Das typische Stecker-Ladegerät. Ich will versuchen, euch das ein bisschen so zu halten, dass man es leicht auch erkennt. Okay, das bringt also 5 Volt und 1 Ampere. Sollte für dieses Handy ausreichend sein. Nun schauen wir uns das Handy selbst an. Holen wir das mal aus dieser Hülle heraus. Bevor wir das uns genauer anschauen, schauen wir noch, was dort drunter liegt. Da liegt auch eine Korksanleitung von Yumi. Die ist insofern interessant und wichtig für Leute, die also sich mit Android-Handys so sehr nicht auskennen, sind hier die wesentlichen Bedienelemente demonstriert, natürlich in Englisch, sodass die Inbetriebnahme des Handys an und für sich gefahrenlos erfolgen kann. Die technischen Spezifikationen sind hier nochmal zusammengefasst. Wichtig ist, hier seht ihr, es ist eine Built-in-Batterie, also ein Akku, den ihr nicht entnehmen könnt, werde ich euch noch zeigen. Schauen wir mal einfach so ein bisschen uns das zunächst an. Auf der Rückseite seht ihr diesen Yumi-Schriftzug, hier das Flashlight, die Kamera und ein zweites Mikrofon zur Geräuschdämpfung. Hier oben seht ihr die Buchse für den Headset. Hier unten seht ihr noch die üblichen anderen Öffnungen. Das heißt also, hier seht ihr eine Micro-USB-Buchse und hier so eine Imitation eines Stereo-Lautsprechers. Vom üblich Hörer, Lichtsensor und Kamera. Hier der One-Button-Knopf, der sozusagen als Softkey markiert ist. Okay, jetzt öffnen wir das nochmal ganz kurz. Ist also hier extra eine Öffnungskerbe dabei. Mal sehen, was uns da noch überrascht. Eigentlich überrascht uns überhaupt nichts. Ne? Hatte ja schon gesagt, der Akku hier
ist eingebaut. Den kann man also nicht entnehmen, jedenfalls nicht ohne, dass die Verplombung gestört wird. Hier seht ihr Beschriftung, das soll ein Akku mit einer Nennkapazität von etwa 3000 mAh sein. Hier die Aufnahmen für die entsprechenden SIM-Karten. Kamera hatte ich schon gesagt, Öffnung für das Mikrofon, für die Geräuschdämpfung, das Flashlight und hier die Aufnahme für eine DF-Karte. Das ist eigentlich schon alles. Schauen wir uns mal die Rückwand an. Ja, ich mache das immer sehr gern. Warum? Haben wir irgendwelche Antennen in der Rückwand? Ne? Ihr seht also keine Kontakte. Aber hier ist so eine Folie drin, die das Handy natürlich in gewisser Weise auch abschirmt. Wir schließen das. Achten, dass draußen wieder schön einklickt. Ne? Ist passiert. Also stabil, knapp nichts. Auch die Tasten sind sozusagen gut griffig, fühlbar und die Funktion der Einschalttaste testen wir jetzt. Musste ein bisschen länger drauf drücken und jetzt schauen wir uns nur mal an, ob das Handy funktionsbereit wurde. Mehr nicht. Ich habe noch ein Feature Review, dann werden wir auf die Eigenschaften dieses Handys eingehen. Dauert eine Weile. Meldet sich ein neutrales Android-Logo. Und schon ist der Setup-Schirm da. Das reicht. Warum reicht das? Weil es gibt ein weiteres Feature-Review. Da könnt ihr das Ding dann etwas näher kennenlernen. Schalten wir es halt wieder aus. Ich hatte ja schon gesagt, ich möchte euch auch noch das mitgelieferte Zubehör kurz zeigen. Dann schauen wir uns am besten dieses Weiße an. Das passt ja gut zum Handy. Ne? Nehmen wir es mal aus der Tüte. Eigentlich keine Überraschung. Normales Flipcase, hier der Klebeteil, der an der Rückwand des Handys befestigt wird. Hier die Öffnungen für Kamera und Flashlight. Hier die Öffnungen für den Hörer. Man kann es, glaube ich, auch aufstellen. Ne? Das seht ihr hier hinten, lässt sich klappen. Dann kann ich das Handy dann auch entsprechend stellen. Das wird keine so große Überraschung. Das Schwarze zeige ich euch natürlich nicht. Wäre ja nur von der Farbe anders. Und zum Schluss noch dieser Silikon-Pamba. Finde ich manchmal doch sehr nützlich. Liegt es halt besser in der Hand, schützt auch vor äußerer Beschädigung. Liebe Freunde, das war's.